Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Portal Knights mit dem Onkel und mit dem Noxil. Grüß euch, Jungs. Ja, hallo. Yo, hallo, servus. Ja, es ist wieder soweit. Ja. Es geht weiter. Wir haben keine Ahnung, wie dieses Spiel nochmal ging. Ja, es ist schon ein bisschen Zeit verstrichen. Wir haben auch schon das ein oder andere Update gehabt. Ja, es gibt jetzt Geisterwelten. Und wir haben ein Fadenkreuz. Und wir haben ein Fadenkreuz, genau. Das ist mal rund. Und wir haben jetzt hier mal noch versucht, haben wir ja so ein bisschen noch ausgebessert, dass ich jetzt wieder gleich anfangen kann mit dem Zaun. Ach nein, es fehlt noch eine Reihe Erde. Aber eigentlich scheißegal, da mag ich ein bisschen. Alter, was soll ich sagen? Es ist alles vorbereitet für den Zaun, jetzt fehlt nur noch der Zaun. Ja, und deswegen hatte ich ja schön, habe ich gerade zu Noxi schon gesagt, oder zu Nero, könnt ihr bitte Zaun? Guck mal, hier sind auf jeden Fall noch zwei da drin. Und das ist gut, da kommen wir ein Stück hin. Also kleine Zäune brauche ich erstmal nicht, ich brauche noch große Zäune. Onkel, dein Wunsch ist uns Befehl. Das wäre super lieb. Oder ihr macht euers weiter. Könnt ihr auch machen. Mir fällt nämlich gerade ein, der wollte ich auch. Das Lager braucht eh nicht viel. Das Lager muss nur noch ein komplettes Stockwerk hochgezogen werden. Genau. So, ich muss hier gucken, weil hier habe ich aus Versehen einen Absatz. Deswegen stelle ich das jetzt einfach mal. Onkel. Da ist der Absatz. Ja. Du weißt ja. Ender! Ich dachte, du singst jetzt Abel Lieferkindlei, aber okay. What? What the fuck? Abel Lieferkindlei auf einem Schleibi. In den Abgrund. Große, lange Zäune wären super schön, wenn ihr das machen würdet. Man dreht alles jetzt, klar, Onkel will was Großes, Braunes, Langes. Ja, yeah. Oh Gott. Was hast du gesagt? Nimm das nochmal, ich hab keine Ahnung. Warte mal. Ich bin jetzt selber... Für unsere Verteidigung muss man auch sagen, für euch ist das jetzt nicht so lange her. Nur unsere letzte Aufnahme ist ein Monat her? Gefühlt ein Monat, ja. Gefühlt Monate? Jahre? Was ist das denn? Was kann ich denn hier jetzt machen? Ach, ich sehe jetzt, wo du rumpimmelst. Bist du gerade bei der Rüstung? An der Werkbank bin ich gerade, ja. Ja, an der Rüstung. Oder? Ich bin gerade in der Rüstung drin, nee. Ja. Hä? Irgendwas? Amboss? Wieso wird bei mir der Amboss angestrahlt? Oh, man kann jetzt auch einen Landeplatz bauen. Das heißt, wir können sogar separat unseren Ausgangspunkt, wo wir rauskommen. Das ist ja wieder eine Kacke. Cool. Doch schlechter als meins. Wieso wird's angeleuchtet? Herrgott, was ein Code. So, Zäune. Ich habe große Zaun gebaut. Ne? Ja, ich will gerade mal gucken, wo das überhaupt nochmal war. Ein hoher Zaun. Ach, der hohe. Der hohe Rat der Zäune lädt ein zu feierlichen Linien. Genau, der hohe Rat. Ich gelegt habe in Kiste. Du bist ein Schatz, Nero. Ja, ich danke dir. So, das war unser Lager, genau. Ach Gott. Krieg ich jetzt schon wieder Brechdurchfall, wenn ich das höre. Warum? Bist du neidisch? Ja, ein bisschen. Na, warte. Oh, ah! Hä, E? Was hab ich denn mit E? Was ist das denn? Achso, jetzt kann man mit E einfach in das Inventar rein. Stufenaufstieg, ein Hero. Wieso habe ich gerade 500 EP bekommen? Was zum... ein Hero und so. Die Stimme war gerade sowas von absolut nicht Nero. Das ist so geil. Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Wieso leuchtet bei mir E? Weil wir Level up haben? Ja, aber E, damit... Nee, das leuchtet bei mir E, also... Warte, das fängt so an. Kennt das? Es fängt so an. E leuchtet bei mir, da drücke ich auf E, dann switche ich rüber, dann leuchtet bei mir N. Und N leuchtet bei mir der Amboss. Ja, bei mir auch. Ja, warum? Wird wohl heißen, dass wir wahrscheinlich irgendwas herstellen können. Ja, Rüstung, die schlechter ist als meine. Das ist schlecht. Ich verstehe das nicht. Also... Ich will, dass es nicht mehr da ist. Das gehört nicht dahin. Lass das. Nero. Das macht mich schon wieder fertig, der Scheiß. Egal. Die dämliche Lange. Hey. Was hat man denn nochmal an der Wand für edelte Holzblock, ne? Auch die Lache hat Gefühle, Onkel. Achso, Entschuldigung. Nero. Ja. Du bist ein einzelner Lachhaufen. Ja. Und du bist unser Lachhaufen! Neidisch? Hä? Du bist unser Lachhaufen? Neidisch?
Du bist doch uns. Warum sollen wir neidisch sein? Was? Du gehörst uns. Nero, hast du eh nicht kapiert? Du sitzt bei mir im Keller und spielst. Nein, ich bin das Kellerkind. Du bist der, der das Licht am Laufen hält. Alter Vater, ey. Oh geil, ich hab's vermisst. Ey, wie zum... Innes, ich bin zu doof. Wie stellt man nochmal diese scheiß veredelten Holzblöcke her? Und vor allem einfach wo? Einfach mal drauf. Werkbank? Veredelt, nicht verkodelt. Warte mal, ich hab hier auch... Oder ist das der Fehl... ja, streich das. Ich hab jetzt aber auch N. Nee, jetzt ist weg. Hier. Wirklich. Werkbank. Was? Wo sonst? Steinspitzhacke. Oh Gott, was ist denn hier los, ey? Ich will aber keine Steinspitzhacke herstellen. Wieso nicht? Ist, nach dem Update muss man jetzt sagen, jetzt kommt der ganze Mist, den wir hier schon mal freigeschalten haben. Kannst du jetzt hier nochmal... So ein Schwachsinn. Onkel, outest du dich gerade als Steinspitzhackenfetischist? Oder Rassist sogar? Fette Sicht. Fette Schiss? Fette Sicht. Was? Fettes Gesicht? Warum? Na klar, fette Sicht. Hast du was gegen kleine fette Kinder? Nein, weil ich selber eins bin. Nur gegen die Gesichter. Ich bin mir selber eins. Alter. Jo. Hast du was gegen kleine dicke Kinder? Nichts, was hilft. Nicht mit. Wie kann man... Wo fand ich jetzt aber das Inventar? Achso, auf B. Stimmt, Inventar. Das B steht für Inventar. Vielleicht für Tasche auf Englisch oder so, keine Ahnung. Nee, oder für Beutel. Beidel, Beidel, genau. Beidel. Beidel. Herr, Engel. Hast du Beidel? Oh, was hast du? Beidel? Wo ist Beidel wohl? Brauchst du noch Zaun? Ich glaube ja, ich weiß es nicht. Wo ist denn jetzt... Achso, ich muss mal mit F reingucken. Oh. Das ist eine ganz komische Umstellung, muss ich sagen. Ja. Jupp. Und die zwei. Ah, hier ist das Ziegelsteinblock, den nehme ich mir natürlich gleich. Na, mal. Ganz ehrlich, Hauptsache man kann doch mit WASD laufen, alles andere ist mir Wurst. Wurst? Wurst? Wurst. Was? Aber wo war denn jetzt der Hoherzaun? Was brauche ich denn? Veredelter Hoherzaun? Ah, nee, da. Nee. Mhm, genau. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung, also. Nee, wir haben mittendrin einfach mal so einen scheiß Baum hingestellt. Ja, also, nee. hat du mal eine Mark? Ich bin noch an der Werkbank oder bin ich gerade. Ah! Ach, deswegen habe ich das hier gemacht. Ach so, jetzt komme ich da hin noch. Ein Hoch auf unser Holzhacker, Holzhacker. Ein Hoch auf unser Holzhacker. Alter, es nervt, dass das scheiß Ding da ohne alles blinkt. Ich will, dass es weg ist. Ich weiß, warum ist es da? Ja, Kinders, was sind eigentlich die Ziele der jetzigen Folgen? Euch nerven. Oh, ich sehe ja schon wieder Rusch. Wir sind für euch da. Boah. Das ist das Ziel der heutigen Folge. Wir sind für euch da. Nur für euch. Nur für euch. Was für euch? Nur für euch. Ja. Ein Hoch auf unser Nussknacker. Wo hatten wir eigentlich die Samen drin? Die Samen? Ein Hoch auf unser Nussknacker. Die habe ich hier draußen und die pflanze ich dann später an. Bitte nicht hier draußen irgendwie anpflanzen oder so. Neu, ich wollte das reinstecken. Achso, die habe ich ja alle raus draußen hier an den Kisten drin. Was? Hört ihr euch eigentlich manchmal selbst zu? Da habe ich so viel Samen, das geht über überhaupt nicht. Aber hört ihr euch überhaupt was selbst zu? Hast du noch Zaun? Ich bräuchte noch eins, zwei, ich, drei, vier ich habe vielleicht. Zaun gebaut in Werkbank. Och. Ernsthaft? Du kannst dir nehmen aus Werkbank-Zaun. Wer von euch Arschgeigen war das? What? Oh, ja, Nero, such mich doch. Ich bin hier nur im Holzhacken. Such mich. Wo war denn... Alter, was habt ihr denn hier gemacht? Das sieht ja komplett anders aus. Was ist das Lager? Hm? Ah, Glückwunsch. Irgendwer hat hier ein scheiß Loch gebohrt. Das kriegen wir hin, Nicht da unten! Jaro, ich bin gerade doof. Wo ist denn das jetzt drin? Gestern. In der Werkbank? In der Werkbank? Ja. Nö. Rechts auf Zaun klicken und das sind 10 Stück oder so. Onkel,
rechts auf den Zaun klicken? Ja, hier guckt, da wo ein Ausrufezeichen ist. Ach, ich dachte, das ist ein... Onkel. Oh Gott, ich dachte, ernsthaft, das ist ein Bett, ein Doppelstockbett. Ich hab komplett vergessen. Ich hatte schon ein bisschen Ähnlichkeit. So. Guck mal, die Figuren haben jetzt eine Fackel auf dem Kopf. Alter. Ihr wisst ja eigentlich, dass ich verdammt schnell im Kopf rechnen bin. Echt? Ja. Also ich bin eine Niete, was Kopfrechnen angeht. Stell mir mal eine Aufgabe. Boah, Alter. Onkel, mach du mal, du bist clever von uns beiden. 21 mal 25. 17. Was? Richtig! Hä? Hä? Also, Jungs, ihr verwirrt mich. So? Kinder, ich hab nur gesagt, dass ich schnell bin, nicht, dass es richtig ist. Oh mein Gott. Das war gerade irgendwie Verzweiflungslachen, oder? Der war ansatzweise gut. Der war doch sauschlacht. Ach komm, ein bisschen war er schon gut. Klar, er hat sich stets bemüht. Hast du es noch hier gebrauchen können, ne? Habt ihr noch so eine Statue übrig? Was haben wir übrig? Ja klar, warte, ich habe eine in der Hose. Ach nee, die liegt daheim. Die liegt in meiner anderen Hose. Ja. Was? Wo ist denn eigentlich? Was ist denn hier? Ich bin hier gerade bei der Plattform und klopf Schleim und hack Bäume. Hack Bäume und klopf Steine. Ja, ich klopf Bäume und hack Stein. Hack Braten. Ein Hoch auf der Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Oh, ich hab ein Ei gefunden. Ja. Welche Kisten muss ich gucken, um solche Statuen oder sowas zu finden? Onkel. Die Statuen? Wir haben keine Ahnung. Die da? Guck einfach, wo Deko drin ist. Achso, ne, wo ist er da? Oder kann ich mir die einfach hier abhauen? Komm, baue sie dir ab. Weil ich muss hier noch. Die habe ich damals ja nur geklaut. Oh, da ist was? Ja. Hast du noch all weiß? Mein Gott, was ich hier mache? Das ist ja faszinierend, oh Scheiße. Mein Gott, Onkel. Guck, ich habe nämlich hier hinten ein Problem, weil Noxy sagt, er hat ja immer Angst und so. Und Noxy ist ja tollpatschig. Ich habe keine Angst. Ich weiß nur, mich gut einzuschätzen. Noxy da von abzuhalten, nicht da runter zu springen. Deswegen kriegt er jetzt hier eine Figur hin. Nein! Ist er zwar noch hoch genug? Und dass er auch weiß. Nein! Und dass er auch weiß, wo er hin muss. Also bist du runtergesprungen oder was? Oh, der Zaun ist so klein. Kriegst du diese Figur auch eine Lampe an den Kopf? Eine Schlampe? Ja, guck. Oh, hä? Ich habe jetzt gerade eine lustige Idee, ne? Der Nero hat Lust. Nein, spar dir das für die Weihnachtsfolge auf. Lass, nein. Geil. Er hat eine Lampe am Kopf. Alter, das ist so stumm. Oh Mann. Genau deswegen wahnsinnig. Onkel. Onkel, ja. Ich hab das so vermisst, Jungs. My English is one wall free. Aber Onkel ist deutsch. Nicht, wenn du es mit 3G schreibst. Onkel. Onkel. Ja, was ist denn? Bell, Onkel. Was möchtest du uns denn mitteilen, Maxi? Ich will gar nichts mitteilen, ich will heim ins Bett. Komm, das hier abbauen. Oh shit, das war ein bisschen viel. Ey, komm her. Okay, Noxi, wie hast du geplant, bauen hier in die Lager? Ja. Wir wollten jetzt eigentlich noch eine zweite Etage machen, richtig? Ja, und zwar wollten wir uns ja einfach weiter hochbauen, bis wir dann da oben rauskommen und dann dementsprechend das Portal als das zweite, nee, das Erdgeschoss, als das erste Stockwerk, einzimmern halt, so. So war zumindest gedacht vor Dekaden. Wollten wir dann irgendwo in dieser Höhe, wie ich jetzt hier gebaut habe? Was? Nee, ich würde sagen, lass es mal gerade ein bisschen höher, weil noch der höher? Wirkt ja.
Wir behalten das einfach so bei von der Höhe. Wäre ich zumindest okay. Dafür. Weil jetzt immer ganz ehrlich, sonst wirkt das wieder wie in Minecraft, weißt du, immer so kleine Höhle, so zwei hoch und komm. Eins breit, ja. Wir wollen doch pompös sein. Wir müssen groß denken, genau. Richtig! Wir sind Großabnehmer. Das heißt, wir müssten dann oben das Dach müssten wir dann, Richtig, dann machen wir die ganze Zeit weiter und spielen dann oben irgendwann Fötenlöten. Fötenlöten? Natürlich, was denn sonst? Hä? Nee. Wo zum. Hä? Wo hab ich jetzt. Wieso hab ich Stroh in meiner Tasche? Wieso liegt da Stroh rum? Weil du arm bist? Nee. Wozu kein liegt da Stroh rum? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Wollen wir die Spitze von unserem Dach jetzt glatt machen oder eine Treppe nach oben oder. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Bug. Den hast du öfters. Ich habe keine Ahnung, wie viel Holz ich habe, aber ich kann auf einmal 158 veredelte Holzblöcke herstellen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Ne, das ist andere Holz. Oder wollen wir das so verkleiden? Weiß nicht. Das war jetzt einfach nur mal. Dass wir dann hier oben im Endeffekt dann rauskommen. Upp. Und dann oben. Ne, ich würde das weiterbauen, weil guck, dann wären wir dementsprechend. Komm, wir können das jetzt eigentlich auch machen. Kiff, dann wären wir dann hier, oder wären wir hier, oder kommen wir dann hier oben raus, weißt du? Dann wären wir dann da oben. Und da oben. Da oben. Da kommt er und dann wird's rein, und dann wird's raus. Okay, okay, okay. Ja. Und dann laufen wir hier oben raus und. Oh, wie schön! Oh, da sind wir da! Abgestürzt. Ist doch runtergefallen, der Puttebach. So, Ja gut, dann ziehen wir hier oben dann die Wand weiter hoch. Bis über das Portal. Oder, oh, geile Idee. Wir lassen die Augen des Portals noch rausgucken. Augen des Portals. Ja, also, die Augen des Portals. Ach so, dass du meinst, dass wir ungefähr in dieser Höhe hier, da. Hier, yeah, so. Weißt du? Also, wow, also wir sind schon. Ja, gut, du hast fast getroffen. Ja, ein bisschen vorbei und so. Hier, die Seite hat irgendwie so einen Eiderpickel da oben. Der wächst schon, da wächst Harn raus. Da wächst Harn raus? Alter, das sieht ja gerade schon ein bisschen. Warte mal, ey. Darf ich das überhaupt so in Deutschland zeigen? Hör mal kurz auf. Sag mal ganz ehrlich, können wir das. Dürfen wir nicht. Ich fühle, wie. Ich denke, wie du fühlst und so, ne? Alter. Ich hab nicht so gemacht, oder was? Ich glaube, ich muss da mal hingucken. Naja, Gras und. Nein, das ist alles gut. Onkel, du musst. Sieht das doof aus, Alter. Was denn? Was habt ihr gemacht? Onkel, dürfen wir das so zeigen in Deutschland? Was denn da? Wo bist du? Ja, ich stehe direkt auf dem Schild vor dir. Komm mal, guck mal zum Tor. Ja? Geh mal ein Stück zurück. Dürfen wir das in Deutschland zeigen? Irgendwie verstehe ich gerade nicht, was du meinst. Ah ja, das ist so. Ja. Man braucht schon ein bisschen Fantasie. So ein warte, bisschen mehr. Ich mach's ein bisschen deutlicher für dich. Ach so, wegen Hitlerbärtchen. Dürfen wir das zeigen? GEMA, dürfen wir das? Hitler ist Deutscher, ein Deutscher Bundesschutz, dürfen wir das? Wie gibt's noch? GEMA, Deutscher Bundesschutz. Verfassungsschutz für Medien. Geh mal hin. Dürfen wir das? Ich sag mal, es ist ja kein direktes. Oh mein Gott. Amt für Verfassung. Schreib's in die Kommentare, wenn es dich stört. So, meine lieben Kinder, wir sind jetzt bei 19 Minuten. Der Part ist leider schon wieder vorbei. Ne. Echt? So, ja! Das hat alles angefangen. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist. Keine Ahnung, ich bin Zaun runtergesprungen, hab 50 Bäume gefällt und hab einen Teleport an Hitler-Berti gemacht. Genau. Das war nicht produktiv. Kann mich nicht mehr setzen, wird dann eine Scheiße. Jo, vielen Dank fürs Einschalten. schaut unten in den Infos zu dem Link von Noxy und Gamercheck LP vom Onkel. Und ja, schaltet gerade wieder beim nächsten Part ein. Vielen Dank und bis dann. Tschüss. Genau, und wenn ihr richtig seht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Tschüss. Ja.